So. Hi, Mädels. Hallihallo. Das ist meine Frau. Sicher? Ja. Legen wir mit. Das hier ist ein alter Kumpel. So ein Nachwuchspunker alt, meine Güte. Ohne Ruhe. Das ist seine Frau. Und wir legen jetzt einfach wieder los. Unsere Botschaft ist genau das Thema. Genau, haben wir überhaupt ein Thema? Liebe und Frieden. Wir haben auch gerade eben, ja genau, Liebe und Frieden. Liebe und Frieden ist so wichtige Dinge. Und zur Einleitung gleich mal das hier. Dieses Symbol bedeutet nur, es kann nur einen geben. Das gilt auch im Islam. Und wenn wir den Rüdiger nicht hätten, dann wären wir nicht im Achtelfinale. Ich bin um jeden Menschen froh, der überhaupt an Gott glaubt. Ja. So, jetzt habt das. Ja. Fußball. Weil manche meinen, es wäre halt dass die Deutschen nicht verlieren, islamistisch ist es aber nicht. Das heißt nur, es gibt nur einen Gott. Ne? Und das ist ja auch so. Ein Warum. Also habt ihr alle die Noten? Pascal kann auswendig. Ich glaube, ich mache es auf A-Dur. Mhm. So. Sei ein lebendiger Fisch. Schwimme doch gegen den Strom, auf und bleibest frisch, und im Sieg ist dein Lohn. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, auf und bleibest frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass Luther jetzt hier umgefallen ist. Mit dem Lieder dann. Sören. Der Refrain. So Playmobil-Männle. Da gibt es sogar noch Strophen. Ja, da geht's. Echt? Da geht's weiter mit Habe. Das ist die zweite, kann es sein. Echt? So, die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom. Lassen sich von allen anderen treiben. Haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun. Wollen in der großen Nusse bleiben. Ja, Martin Luther, ich brauche jetzt da nicht ja, intervenieren. Das. Wir sind übrigens nicht mit allem einverstanden, was Martin Luther Nein, gemacht hat. Nein, er hat auch manchmal Sachen geschwitzt. Aber ich habe von einem meiner besten Freunde eine sehr schöne Statue davon geschenkt bekommen. Ja. Hey, habe ich doch den Mut, auch einmal anders zu sein, als die meisten Leute um mich her. Ich kann es noch mal beschreien. Frei, du hast mich in der Herr. So, das, aus Traditionsbewusstsein haben wir jetzt ein christliches Lied gesungen. Komisch. Das, so, das also das an, Thema ist, Sören, das Thema ist Liebe und Frieden. Liebe und Frieden. Das, was ihr hier seht, ist Liebe und Frieden. Das mal auf, wir haben aufgeschrieben, also das Gegenteil von Ukraine und Russland. Es geht jetzt um Epheser 4, jetzt habe ich es gerade aufgeschlagen. Ja, und obwohl Frauen natürlich nicht predigen dürfen. Ich predige nicht, ich schlag's nochmal auf. Sie darf, sie darf als... Den Predigstich davon geht. Apostelgeschichte, Epheser 4. Danke. Sören, Epheser 4, 1 bis 6, oder? Ja, das war dein Vorschlag, meine.
Also Tipp, ich habe mir immer so Zettelchen reingemacht. Lies es mal vor. Nee, das liest du jetzt soll vor. Soll ich vorlesen? Also. Wir hören jetzt aus der Heiligen Schrift. Epheserbrief, Kapitel 4, wie gesagt. Meine Frau ist die deutsche Antwort auf Joyce Meyer. Nee, Joyce Meyer ist anders. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, also da geht es um Paulus, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander in Liebe ertragt. Man muss manchmal die Geschwister auch ertragen, gell, Sören? Genau, ja. Jeder hat irgendwie so seine Macken und kein einziger Mensch ist perfekt. Die meisten trauen sich ja gar nicht zu heiraten. Heutzutage ist es schwierig mit heiraten. Also wir kennen einige Paare, die schon lange zusammen sind und die wollen einfach nicht auf Standesamt. Schade. Du musst ja jederzeit damit rechnen, dass du einen falschen gerätst. So, es geht hier noch weiter. Und dass ihr eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Also es geht um Frieden. Man sollte gucken, dass in der Gemeinde Frieden herrscht. Und wenn es da anfängt, Harmonie auszustrahlen, dann kann man diesen Frieden auch weitertragen in die Welt. Also Frieden, hinaus. Also Frieden ist jetzt, also mit Frieden in den meisten Gemeinden glauben die Leute ja, dass Frieden ist halt, wenn es danach Kaffee und Kuchen gibt. Und das ist es nicht unbedingt. Jetzt weiter geht's. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer, jetzt bin ich verrutscht, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, über allen, das war schon reinquatschen, über allen und durch alle und in euch allen. Eben. Und das ist der springende Punkt. So. Es gibt nur einen Gott, wie du vorhin schon gesagt hast. Es gibt tatsächlich nur einen Gott. Das verstehen auch die Moslems, genauso wie die Christen und die Juden. Ich wohne hier im Haus mit Moslems und die Hälfte von denen trinkt selber gerne Alkohol und meine Güte, ich meine, ist ja auch Moslems dürfen das normalerweise nicht. Also ich finde das Thema so. Jo, Christen sollen auch nicht übertreiben mit dem Saufen und trotzdem machen sie es. Ja, aber man soll es nicht übertreiben, wie gesagt. Man kann das trinken. Also ich bin Heidenchrist und ich darf alles. Man darf nicht übertreiben. Oh, jetzt bellt. Nicht zu halten. Ja gut, also generell ist ja auch, also meine Frau hat ja jetzt gerade rezitiert aus der Heiligen Schrift. Und grundsätzlich haben wir tatsächlich den Eindruck, dass nicht jeder auf der Welt kapiert hat, dass es nichts Wichtigeres als Liebe und Frieden gibt. Und also ich persönlich glaube tatsächlich, dafür lasse ich mich sofort kreuzigen, nee, dass es nichts Wichtigeres als Liebe und Frieden gibt. Und Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es verschenkt. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Du musst bereit sein, in den Vulkan zu springen und zu sagen, so, jetzt riskiere ich einfach mal. Mal schauen, was passiert. Gott mit uns. Inwiefern du meinst es bei Paarbeziehungen? Bei Paarbeziehungen insbesondere. Es geht allgemein aber es um geht die Liebe. Allgemein um die Liebe. Also es gibt drei Versionen von Liebe. Das habe ich, glaube ich, im letzten Video auch schon versucht zu erklären. Aber ich erkläre es gerne nochmal für alle, die es immer noch nicht kapiert haben. Die nicht zugehört haben, nicht jeder guckt unsere Videos hören. Stell dir mal das Ding vor. Nicht mal der Pascal guckt unsere Videos. Weil er ein bisschen beleidigt war. Der hofft sich ja einfach... Facebook dieses Elend nicht sehen will, weil jeder irgendeinen Scheißdreck postet. Und das Sören ist halt das Sören. Der hat viele Videos, die wirklich einen geilen Input haben, aber auch einen Haufen Videos mit Scheißdreck. Und dort zu unterscheiden jeden Tag, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich mag das Sören einfach live, weil er als Live-Mensch viel geiler ist als in so einem Video. Einer meiner größten Fans. Ja, es gibt keinen einzigen Menschen, der nur positiv und gute Dinge spricht, würde ich sagen. Niemanden. Ich habe auch einen Haufen Hater. Aber wir strengen uns schon an, oder, Sören? Wir strengen uns an. Immer an der Linie der Bibel, bis entlang. An der Linie. Ja, an der Linie der Bibel. Listig wie die Schlangen. Sucht euch das Rot. Und arglos wie die Tauben. Ja. Arglos heißt ohne falsch. Muss auch übersetzt schon. Und man sollte vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen Sanftmut einbringen. So als. So, das ist eigentlich so wie beim Kochen.
Und ich habe zwar jetzt schon lange nichts mehr gegessen, aber... Ja, kommt scheinbar auch nicht. Ich würde mal sagen, es ist besonders dann wichtig, wenn man in der Gemeinde ist oder überhaupt unter Geschwistern. Geschwister heißt, unser Vater ist ja Jesus, ich spreche gern. Ich muss immer gucken, dass der mit unterbricht, weil das ist... Das Entscheidende ist immer, dass man... Problem ist, dass du dich trotzdem ablenken lässt und nicht weiterschwitzt. Das Entscheidende ist, dass ich man... Ich kann ja schlecht reden, wenn er reingackert. Eine der besten Metal-Bands aller Zeiten. Ja, das ist bekannt, ja, aber das ist nicht das Thema. Das ist die beste. Von denen habe ich blöderweise kennen, Becher. Das ist aber nicht das Thema. Das ist nicht das Thema? Nein, das Thema ist Liebe und Frieden, Sören. Ich dachte, das Thema wäre Metallica. Ja, aber Metallica. In der Bibel steht sogar, dass einer den anderen höher achten soll als sich selbst. Sören, lass mich doch mal was ausreden hier. Was? Das Gegenteil von Egoismus. Du bist übrigens nur die Frau. Das Gegenteil von Egoismus. Aber Sören hast gerade überhaupt nicht drauf, mit anderen Leuten ausreden lassen. Der grundlegende Vorsatz der Liebe ist, dass es auch wichtig ist, den Menschen, den man liebt, wie das Sören, als praktisches, perfektes Beispiel. Wenn er nüchtern ist, liebt man ihn sehr. Wenn er besoffen ist, liebt man ihn noch mehr. Weil er gerade in dieser Zeit, in der er eigentlich einen Tiefpunkt hat und eigentlich es ihm richtig beschissen geht, er trotzdem mit Liebe den Menschen begegnet. Und die Liebe, die er ausstrahlt und die er gibt, die kriegt er von den Leuten zurück. Deswegen fahren wir 100 Kilometer daher, um heute dort zu sein, weil er ein liebevoller Bruder ist und ein geliebter Bruder ist. Und das ist das beste Beispiel aus Gottes Liebe heraus. Also ich habe anscheinend... Das hast du wunderbar ausgedrückt, Pascal. Ich danke dir. Also ich habe natürlich vorher... Ich streiche alles mit Ausrufezeichen. Ich habe natürlich vorher dafür bezahlt, dass er sowas erzählt. Nee, hat er nicht, weil er ist Alkoholiker und ich bin Kiffer. Und so viel kann er gar nicht zahlen. So viel Geld hat er nicht. So, jetzt wisst ihr Bescheid über unsere, ja, unsere Schwächen und so, ne? Ihre Schwächen, genau. Aber unsere Stärke ist, dass wir trotzdem uns lieb haben und zusammenhalten, eben. Wie sich das gehört. Und das ist ja das... Ich meine, das ist ja wirklich was Wesentliches. Das ist das Wesentliche. Und... Ja, also ich kann nur darauf hinweisen, es schlagst du so schnell wie möglich Matthäus 5 auf. Matthäus 5 habe ich auch notiert, genau, das ist ganz wichtig, was Jesus dazu. Also wir leben ja gerade in Zeiten, die, naja, nicht gerade friedlich sind. Also ich sage jetzt mal so, also ich interessiere mich ein bisschen für Geschichte, ich bin apolitisch mittlerweile, ich war mal politisch, bin ich nicht mehr, ich bin nur noch Alkoholiker. Ja, super. Und halt man kriegt es halt mit, was gerade abgeht, so in der Ukraine und so weiter, und die ganzen Kriege und also die Morde. Also im Moment ist ja ein Wettrennen zwischen Bürgerkrieg in Deutschland, ja, und halt, wenn die Russen irgendwann sagen, so, jetzt haben wir die Schnauze voll. Und da gibt es tatsächlich Möglichkeiten, sowas zu verhindern. Matthäus 5. Ich zitiere Jesus Christus persönlich. Jetzt Obacht. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Mit reinem Herz ist nur gemeint, immer ehrlich bleiben. Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ich werde persönlich wegen meiner Gerechtigkeit verfolgt. Der Teufel, der greift mich da an, wo es am einfachsten ist. Bei mir ist es Drogensucht. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Ist mir gerade vor 2 Wochen wieder in der Gemeinde passiert. Deswegen habe ich hier wieder angefangen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Gottes Wort. Wenn irgendeiner noch glaubt, dass er mit Gewalt weiterkommt, als mit Liebe und Frieden, dann hat der ein Problem. Jetzt habe ich noch nicht... Mit der Gewalt haben, Liebe? Was gibt's überhaupt nicht?
Gewaltsame Liebe, also, oder? Musst du sagen? Jo, ich habe auch Stacheldraht in meinen. Ach, es hört auf. Sollen wir jetzt letztens ins Detail gehen, was manche genau. Menschen machen? Also, die Anja und ich, wir haben uns zum Beispiel irgendwann, wir haben irgendwann gemerkt, dass es mit dem Sex überhaupt nichts bringt. Du sollst ja das Thema anschneiden, das hier gar nicht hergehört. Mach so gern. Die Anja sieht gut aus. Männer haben oft nur ein Thema und das wollen wir jetzt ganz beiseite lassen. Es geht hier um das Onanieren oder das Masturbieren. Oh, Pascal. Ja, es ist, hallo, wir leben im 21. Jahrhundert. Ja. Also ganz ehrlich, die Kinder kriegen ja heutzutage irgendeinen Scheiß in der Schule und Scheiß beigebracht. Weiß ich. Und du pinst rum, weil Masturbation, was ist das? Das ist dann nichts Schlimmes. Ja, ganz ehrlich, die Kinder kriegen beigebracht, sie dürfen zwei Väter haben, sie dürfen zwei Mütter haben. Eltern dürfen sich nur noch Elternteil 1 und 2. Okay, Kinder. Also ich meine, das ist zwar nicht geplant, Pascal aber... Pascal hat zwar recht, dass die Kinder dummes Zeug beigebracht bekommen in der Schule, ja, aber... Das müssen wir aber auch noch unterschiedlich man muss jetzt Masturbation. Man muss jetzt nicht das niedrigste Niveau erreichen, um mit ihm zu hören. Also, wir haben nicht das niedrigste, es geht immer niedriger, es gibt noch die... Es geht noch tiefer, ja. Das Wort, ihr habt es drauf, gell? Das Wort Onanie kommt ursprünglich aus der Bibel, von dem Genossen Onan. Von Onan. Der hatte mal, das war damals üblich... In dieser Gesellschaft. Wenn der Ehemann verstorben ist, dann darf der Bruder dieses Mannes. Dann darf er. Oder er muss der Frau Nachkommen bescheren. Er muss das Weib begatten. Das sozusagen. Nachkommen. Das haben wir ja auch schon mal gemacht. Nachkommen rauskommen. Das heißt, wenn du hops gehst, muss dein Bruder jetzt die Anja decken. Genau, in dem Fall. Genau. Aber da hat jetzt die Sabine. Und es kann jederzeit passieren. Na, das ja, du betreibst da wieder alles. Das kann passieren. Und. Und was aber, nee, was aber der Genosse Onan. Jetzt kommen wir auf den Punkt. Und jetzt kommen wir auf den Punkt. Wir erklären uns jetzt den Unterschied, wenn wir schon beim Thema Liebe und Frieden sind. Ich meine, das ist jetzt auf dem Niveau. Also, was hat Onan gemacht? Den müssen wir dann er machen. Wollte eben keine Nachkommen zeugen mit dieser Frau. Eben, und es war ein Coitus Interruptus. Ich bin ein alter Lateiner. Ich weiß, was das heißt. Wissen wir alle. Er hat ihn vorher rausgezogen. Die Hälfte von euch hat mit Sicherheit schon Geschlechtsverkehr gehabt. Vielleicht. Und dann hat er halt irgendwo in der Gegend rumgespritzt. Habe ich auch schon gemacht, gebe ich ganz offen und zu. Und das war nicht Gottes Wille, ne? Und Gottes Wille war eben, dass Kinder er... Kinder zu zeugen, mit seiner Schwägerin quasi. Ja, Nachkommen rausbringen. Und das die Männer, die denken immer, oh, Sex, voll geil. Und so, hurra, hurra, hurra. Wir wollten nur sagen, Onan war dieses. Und deswegen heißt es ja noch besser als Fußball. Und deswegen sagt man Onanieren, was nicht ganz richtig ist. Stimmt's, Sören? Das stimmt. Ja, was jetzt mit Masturbieren? Und Masturbation. Jetzt kommt er wieder. Das ist, er kommt auch aus dem Lateinischen. Aus Latein. Und Masturbation ist, also wenn der Mann mit sich selber Sex hat. Ich dachte, Mastur steht für Muskel und Bieren für Kneten, Muskelkneten. Dann hast du dich in dem Punkt geirrt. Wieder was gelernt. Pascal. Ich bin übrigens der Stammesälteste. Deswegen hast du auch die dickste Muskel im Arm, ne? So. Nee, wir haben hier wirklich sehr nette Gäste. Das hast du schon gezeigt. Ganz okay. Einfach nicht fasziniert, dass ich nach 2 Jahren nicht mal wieder in der Bude bin. Ja, das wird okay, dann wieder also, Zeit, Pascal, ne? Ja, also, ja gut, das haben wir jetzt geklärt. Also das Sinnvollste ist natürlich Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau. Ja. Das gilt heutzutage als ein bisschen spießig, la und wir machen es trotzdem. Das Entscheidende ist nur, ihr müsst lange Haare haben. Nein. Sonst denken die, ihr werdet Punks. Warum? Weil ich jetzt so laut Bibel habe? Soll die Frau lange Haare haben, der Mann eher nicht. Oder kürzere als die Frau zumindest. Das ist ja bei uns gegeben. Er hat kürzere als ich. Frauen haben nur eine Aufgabe: schön aussehen. Stimmt nicht, Frauen haben viele den ganzen Aufgaben. Rest machen wir. Frauen müssen die Kinder erziehen zum Beispiel, müssen für den Mann sorgen, der nicht so wirklich weiß, was wichtig ist. Bei der Ernährung zum Beispiel, gell, Sören? Ich muss so eine Friedensbotschaft halten. Wir wollten noch Gebetsanliegen hier. Warte mal, wir müssen nachher, am Schluss dann. Warte mal, nee, ich brauche Nachschub. So, wie machen wir das jetzt? Indem du sitzt bleibst, machst dein Video fertig, dann kriegst du Nachschub. Eben. Nee, der holt ja keinen Nachschub. Das ist der Balu. Das ist der Balu? Das ist einer, du uns auch heute?
Also ist wahrscheinlich der Einzige, der hier wirklich zuhört. Der ist aber katholisch, ne? Das war's. Der ist auch katholisch. Oh, schlecht. Oh, mach mal Hitler, gut. Ja, da hat er auch katholisch. So als Tipp, du hättest ihm das nicht extra heben müssen, der kann das auch von allein. Allein. Okay. So, irgendwas mit Frieden. Also ich halte es für absolut unmöglich, was da gerade auf der Welt abgeht. Ey, aber du nicht. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das gibt's. Das wollen die Katzen Hundefutter. Mm. Nee, es ist kein Hundefutter. Es sind Hunde. Ey! So, Sören, es müssen wir da irgendwie denn? Die Kurve kriegen, was wir jetzt. Ja, finde ich auch. Ja, ja, aber haben wir wirklich über Liebe und Frieden gesprochen? Ah, ja, natürlich. Haben wir. Ah, ja, natürlich. Jetzt singen wir noch irgendwas Schönes, lass uns hier auch raus. Nein, ich muss noch eine ab. Nee, ich muss noch. Nee, wir wollen noch. Und jetzt kommt der springende Punkt. Männer und Frauen und Kinder und alle, die nicht wissen, zu was für einem Geschlecht sie gehören. Es gibt nichts Wichtigeres als Liebe und Frieden. Ich habe es ausprobiert. Ich bin 50. Ich bin durch jeden Ozean geschwommen. Ich bin durch jede Wüste gekrochen. Ich habe nichts Besseres gefunden als Liebe und Frieden. Und den findet ihr in Jesus Christus. Und zwar nur in Jesus. Ich habe jetzt ein tolles Lied rausgesucht, Sören, Nummer 21. Gut, dass wir einander haben. Pascal, kennst du noch, oder? Naja, das kenne ich nicht. Das ist mir viel zu... Brauchst Text. Das sind zu intellektuell. Zu spießig, oder was? Brauchst Text. Schreibe so Bangor, der ist halt ein bisschen anders. Ich kenne von auch ein bisschen nur die besten. Lass die Katze. Ja, das nee, ist ja falsch nicht. Nummer 21, nee, Pascal. Nee, das können wir auch machen. Doch, das passt gut dazu, finde ich. Hast du den Text dran geglaubt? Dass die Zeit nicht weitergeht? Hast du wirklich dran geglaubt? Das passt natürlich nicht. Dass sich alles um dich dreht. Also ich habe heute einen meiner alten Kampfgenossen bei mir sitzen. Wir haben uns spontan umentschieden und zitieren jetzt eine Gruppe aus Frankfurt. Hast du wirklich dran geglaubt, dass die Zeit nicht weitergeht? Hast du wirklich dran geglaubt, dass sich alles um dich dreht? Auch deutsche Musik kann auch gut sein. Also, es gibt auch vernünftige Lieder. Das war von Onkels, oder? Ja, natürlich. Das war von den Bösen Onkels. Die Bösen Onkels sind ja gar nicht eine so mein Fall. Eine der besten Rockbands von Deutschland. Für Max. So, eine Song ist die Nummer 21, bitte. Ja. Wer mir recht? 33. Das muss ich mir... 21. Dann muss ich es so halten, dass ich da alle... Das siehst du so. Durchblick, ja. So meine Fritte. Also, da geht es zum Beispiel jetzt auch um das Thema... Grundsätzlich einfach zusammenhalten. Umgang miteinander und vor allem Liebe und Frieden ist das Wenn Beste. Du zwei Stück Kuchen hast, dann gib deinem Nachbarn eins. Genau. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. So die Freude, Kräfte teilen, nur auf alle Wege gehen. Gut, dass wir einander haben, dass der Geist sich niemals schließt. Das Gott, von dem wir reden, der in unserer Mitte ist. Keiner, der nur immer redet,
Ich wollte eigentlich weiter singen. Textblicke. Also die Anja und ich, wir sind wirklich gut im Streiten. Ja, meistens, wieder vertragen. Und aber wir vertragen uns immer wieder. Meistens geht es um Fußball oder ob das Auto in Mannheim oder in Stuttgart erfunden wurde. So, wir sind ja am Singen, das dreht anders mal vorwärts. Komm. So rein. Den ersten Auto und hat komischerweise eine Frau gebracht. Die Frau Benz, die Bertha Benz hat den ersten Unfall gemacht. Eine Mannheimerin. Ja, das wäre eine Frau am Steuer. Die Stuttgarter können Fall, besser Auto fahren, ne? So, jetzt weiter. Ulsheim Larve, Vater. Wo geht's denn los? Da ist der Sierra. Deutsche Bahn. Ulsheim Larve. Nee. One, two, three, four. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf eine Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Zeig nicht immer auf mich, wenn du Gott sprichst. Ich wollte gerade sagen, du kannst dich auf den zeigen. Zeig doch irgendwas anderes, aber noch nicht aufs Sören. Also dann kommen doch die Leute und sagen, oh, Sören ist der neue Gott. Ich habe also immer so Mitte, habe ich gezeigt. Also ich bin vielleicht ein guter Freund von Gott, aber ich habe gesagt, dass er in unserer Mitte ist. Nimmst du Razzelhäschen, also, das passt besser. Wenn ich Gott wäre, dann. So, jetzt kommt der zweite Vers. Wir müssen einfach mal das durchziehen. So, wo sind wir jetzt? Keiner, der nur immer jubelt. Keiner, der nur immer weint. Oft schon hat uns Gott in unserer Freude, unserem Schmerz vereint. Keiner trägt nur immer andere, keiner ist nur immer last gesund. Jeder wurde schon geholfen, jeder hat schon angefasst. Und deswegen ist es sehr gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf allen Wegen gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, und auf allen Mitte ist. Der Gitarrist. Keiner hat für alles Kraft. Jeder kann mit Gottes Gabe das tun, was kein anderer schafft. Keiner, der noch alles braucht, und keiner, der schon alles hat. Jeder lebt von allen anderen, jeder hat den anderen satt. Für das Bürgergeld. Ja, sozusagen. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf allen Wegen gehen. Gut, dass wir nicht uns mehr haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, in unserer Mitte ist. Just a battery for hire with guitar fryer hanging on the road like you. So pick up your balls and load up the cannon for the 21-gun salute for those about to rock. We salute you for those about to rock. Fire! We salute you. Fire! We salute you. Rock! We salute you.
Fire. Das dürfte sich im Mittelalter rumgesprochen haben, dass Sören Kors AC/DC-Fan ist. Das heißt, wir lieben auch die AC/DC-Fans, ja, auch diese. Was hier drin auf der Wanderkabier mehr hat. So. Ja, das Feuerproblem hat er immer noch seit Rammstein. Also, der brennt halt für sein Leben. Ja, der arme Mann war damals in Rammstein dabei, als halt viel passiert ist. Mit ne? armer Mann meinen Sie die deutsche Antwort auf Bon Jovi. Der ständig seine Sonnenbrille aufhaut, weil er zu viel Feuer sieht und zu viel Helles. Ne? Okay, Mädels, dann haben wir, glaube ich, das Wesentliche geklärt. Also, wie gesagt, wir halten überhaupt nichts von. Was war mit den Gebetsanliegen von unseren Geschwistern und so? Dann musst du die noch vortragen. Also. Dann muss ich aber jetzt wirklich mal in die Richtung da gehen. Warum? Nee, du kannst es mal warten, so lange. Ja, so zum Beispiel. Also Pascal, du kommst schon neben mich, komm mal. Boah, ne. Doch, du bist alleine drauf, ist ja auch blöd. Ja, das ist kein Problem. Es reicht, wenn die Leute schon mal Stimmen hören. Das ist elend genug für die Menschen. Ja, meinst du? Ja. Glaub ich. Also dann übernehme ich das jetzt mit, der mit den halt genau wie ich weiß. Der mit den Gebetsanliegen. Uns wurden Gebetsanliegen mitgeteilt von unserem Bruder Tobias Klingenfuß. Sören, gehst du jetzt bitte raus, wenn ich rede? Oh, raus! Abmarsch! Raus mit dir! Ja, ja, klar. Du, wir nehmen gerade was auf. Seit wann du für den Frauen? Also wir wollen beten für den Tobias. Die liest nur vor. Und auch für die Doris, unsere Schwester Doris, die haben beide dasselbe Problem. Und zwar bluten sie sehr stark. Der eine eben im Mund, bei den Zähnchen. Und die Doris eher durch die Nase, also an der Nase. Das läuft da wie Wasser, hat sie mir erzählt. Das hört nicht auf. Kann schlecht gestillt werden. Und dann natürlich noch für das Bein von Tobias wollen wir beten. Das schmerzt. Und von André, der hat auch Probleme mit den Beinen. Und dafür wollen wir jetzt beten, gell Pascal? Ja, bei aller Liebe, du darfst für sie beten, ich mag von drei jetzt weh, nicht von daher. Okay, also dann bete ich jetzt für sie. Für uns alle. Ja. Großer Gott und Vater, wir danken dir, dass du für uns sorgen willst, dass du immer bei uns bist und uns heilen möchtest. Ich bitte dich insbesondere für die Doris und für den Tobias, dass ihre Blutungen gestillt werden und dass es nicht operiert werden muss. Ganz ruhig, also. Ja. Und ich bitte dich auch insgesamt für alle Gemeinschaften, dass wir alle uns gegenseitig ertragen können und auch miteinander reden und versuchen, uns zu vergeben. Und es ist nicht einfach zu beten, wenn ich ständig gestört werde. Aber danke für alles, großer Gott. Wir lieben dich und danke dafür, dass du uns auch lieb hast. Amen. Also wir danken dir für die Menschen, wir danken dir für die Gemeinschaft. Du brauchst mich nicht auf das Bild setzen, schieb die Kamera weg von mir. Naja. Wir danken dir für die Menschen, wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir haben. Wir danken dir für alle glaubenden Christen, die wir unter uns haben. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich danke dir für jeden Atemzug, den wir tun dürfen, weil das ist das, was die Menschen immer vergessen. Ja. Atmen tut ihr von alleine, aber ihr vergesst, dass es Gottes Gnade ist, die euch atmen lässt. Ja, Amen. Also was ich euch auch total die geile Erfindung finde, ist das vegetative Nervensystem. Also ich schlafe im Durchschnitt 7 Stunden, jede Nacht, seit 50 Jahren. Das machen wir alle. So. Frau dir. Und ja, da stehe ich. Und wir atmen dennoch, wollte er damit ausdrücken wahrscheinlich. Dann atmest du ja trotzdem. Sogar die kleinen Babys, die gerade wissen, was sie tun, ne? Die kleinen Babys. Also wie das Hören zum Beispiel. Also ich Also ich bin echt mal gespannt, wie das wird, wenn ich in die Pubertät komme. Also ehrlich. Boah, bitte nicht. Bitte erfahre ich das nie, das Alter. Das kommt bestimmt irgendwas mit so 75, 80 rum. So. Das ist vielleicht das, was wir rüberbringen wollten. Nee. Frieden und Liebe, Sören. Ja. Ja. Frieden erhaltet ihr nur, wenn ihr an Gott anfangt anzubändeln und ihr anfangt, die Tür zu öffnen, wo derjenige vor der Tür steht, der trotz Liebe, weil mit seinem Trotzkopf er euch trotzdem liebt, vor der Tür steht. Und wenn ihr die Tür öffnet, wo der Trotzkopf vorne dran steht, dann erfahrt ihr erst richtigen Frieden. Ja, und Amen. Und Jesus Christus ist der Friedefürst. Ohne ihn klappt es nicht mit dem Frieden. Weder in der Familie, noch in der Ehe,
noch in der Gemeinde, noch geschweige denn in der ganzen Welt, ja, weil wir haben momentan viele Kriege und Kriegsgerüchte, die sich verbreiten. Kriegsgerücht, sind. Das wissen wir alles schon von Jesus. Steht schon in der Bibel drin, dass am Ende der Zeit viele Kriege kommen werden, ja. Voll die geile Frage. Darum und geht's überhaupt nicht. Kriegt er nicht. Kriegt keiner. An mir kommt keiner vorbei. Außer meinem Ehemann. Ne? Und da ist der liebe Pascal mit seinem schönen Hütchen. Was ist ein Hütchen? Das nennt man Tütchen und nicht Hütchen. Und das ist ein Hütchen. Ja, ich hätte das Bild ja von deinem Hut. Oh, ihr hättet Luther vergessen. Den haben wir schon gezeigt. Der Hude. Luther. Also beim Luther sind wir uns ja in wesentlichen Punkten einig. Im Wesentlichen. Aber halt nicht bei der Wiedertäufer vernichten. Er wollte die Wiedertäufer vernichten, das glaubt teilweise auch angeordnet. Oder so. Also wir beide sind zum Beispiel wieder getauft. Ich glaube Pascal auch, oder? Bist du getauft? Der war heute vorher. Bei meiner Taufe war der Vogel dabei, der hat noch gemeint, er hat die Zunge gebeten und muss sich von den Vögeln die Hände flechten lassen. Übrigens von irgendwelchen christlichen Beigern. Als Erwachsene wohlgemerkt. Nicht irgendwelche christlichen Beiger, sondern die Lions of Judas damals, die damals mich getauft haben. Und weil ich dann in den Knast musste, Reststrafe absitzen, habe sie im Club gesagt, wir halten uns ferne von ihm, weil mit Straftätern haben wir nichts zu tun. Ja, und das Beste ist, er bleibt noch 5 Jahre am Bau, wo ich dann gesagt habe, kennt ihr, mache ich. Ich habe 3 Monate, ihr wollt 5 Jahre, kommt mich besuchen, ihr sorgen für die 5 Jahre. Weil ihr laufen dann nie mehr aus dem Krankenhaus. Ist oh, Pascal, das war jetzt aber eine Androhung, also eine Straftat. Also ich habe damals so wie immer kein Geld gehabt, aber der Pascal war mir so wichtig, weil ich gewusst habe, aus dem wird irgendwann mal ein ganz großer, Christ, guter Bengel. Echt? 2,6 Meter. 2,6 Meter also haben wir schon mal. Er ist jetzt schon größer als ich. Das ist ja aber nicht schwer. Ich glaube, als Frage. Alle, die wir das kennen. Das trifft zwar nicht aufs Gehirn zu. Nee, dafür habe ich ja den Hut, dass also, das irgendwas komprimiert. Pascal ist ein sehr intelligenter Mann. Hä? Und dann habe ich ihn. Teilweise sogar sanftmütig. Ja, und ich habe ihn bei seiner. Fuß erwischt. Welche Drogen nimmst du denn? Das immer was. Welche Drogen nimmst du denn? Ich sag ja nur teilweise. Was da? Doch, er hat mich schon umarmt sogar, ja. Echt? Ich umarme normalerweise gerne Menschen, aber seit Corona umarme ich sie noch lieber, aber die wollen die irgendwie alle nicht. Er hat mich schon mehrmals umarmt, er kann ganz lieb sein. Er tut einfach nur so großgoschig. Womit wir wieder beim Thema werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollten euch nur sagen, Frieden und Liebe ist wichtiger als Rechthabereien und Streitigkeiten und Kämpfe vor allen Dingen. Und falls es irgendein Programm gibt, weil ihr Probleme habt. Junge. Ja, stimmt eigentlich. Ja, ja, stimmt. Ja. Nee, ich habe aber was anderes vor. Ja. Du hast mich so oft angespuckt, geschlagen und getreten. Das war nicht sehr nett von dir, ich hatte nie darum gebeten. Deine Kumpels waren immer dabei, doch jetzt wendet sich das Blatt. Und wenn ich morgen bis umziehe, irgendwo in eine andere Stadt, Gewalt erzeugt gegen Gewalt, hat man dir es nicht erklärt. Oder hast du da auch wie so oft einfach nicht genau zugehört? Jetzt stehst du vor mir und wir sind ganz allein. Und ich schlage weiter auf dich ein. Das tut gut, das muss einfach mal sein. Immer mitten in die Fresse rein.
Arschloch, Arschloch, Arschloch. Ach so, das ist ein anderes Lied, ja. Ja, also das wollte man jetzt eigentlich nicht so wohl auch. Also Liebe und Frieden ist nicht der Grundsage, dem Kollegen aufs Maul zu hauen, sondern Liebe und Frieden beinhaltet, wenn dir einer aufs Maul haut, dem in Liebe zu begegnen und ein Gespräch zu suchen und eine Veränderung zu suchen und nicht dem aufs Maul zu hauen, weil das geht nicht wieder in Gewalt. Und dann hast du sowas wie in Mannheim so ein Möchtegern-Vogel, der meint, der muss einer von unseren Staatsbürger über den Haufen stechen, weil er für den Schutz für uns tot. Der Pascal auf meiner Hochzeit, also auf meiner letzten Hochzeit, seine gesamte Waffenhandlung ausgepackt. Stimmt gar nicht. Ich habe nur 3 Eckstunden und 2 Messer dabei gehabt. Ach komm, ey, das war aber abgesprochen. Auf jeden Fall war es Waffen. Nein, es ist Werkzeug. Ja. Ach so, Werkzeug. Werkzeug. Der Frankie war Legionär und hat seine Waffe als Werkzeug verwendet. Machine Gun Preacher, der benutzt ein Maschinengewehr als Werkzeug. Alles ist gut, Pascal. Ja, ich benutze Gitarren als Werkzeug. Genau. Also lieber da Gitarren als Knarren. Also wir gehen davon aus, dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, sich einigermaßen zu vertragen. Yeah. Und das ist eigentlich das, was wir heute rüberbringen wollten, liebe Geschwister und Freunde. Hast du super rübergebracht. Und ansonsten machen wir halt hier... Und dazu gehört aber auch Vergebung, ist auch wichtig. Ja, mindestens genauso wichtig. Meine Frau kann ja nichts dafür, dass sie keinen Bartwuchs hat. Was? Das heißt, ich darf auch mal was sagen, heißt es, oder? Wolltest du das damit ausdrücken? Mensch, Sören, hey, du bringst... Zeig doch mal deine Tattoos. Nein, das zeige ich nicht. Voll cool. Darum geht es überhaupt nicht. Meine Frau ist tätowiert. Das ist viel Guck, voll. Ich habe einen Dolch auf dem Arm. Ja, ich war auch mal weg von Gott eine Zeit lang. Ne? Aber ich bin ja wieder zurückgekommen und habe mich taufen lassen. Wie auch mein lieber Mann Sören. Genau. Und der liebe Pascal. Eben. Manchmal lieber Pascal. Ja, und ich bin stolz, weil ich eine stolze Katholikin zu meiner Seite habe. Und er hat eine stolze Katholikin. Auch getauft. Ich habe getauft. Als Baby. Ja. Also was soll komm her, mein Mini-Katholik. Und da soll mir noch einer erzählen, dass meine Botschaft keinen Sinn ergibt. Funktioniert doch alles. Oh ja, ich wollte gerade sagen, wir kommen extra 100 Kilometer hochgefahren wie dir, Vogel. Also da muss ich einen Sinn haben. Ich habe alles außer die letzte Redung. Oh, die letzte Redung war schon nett, die konnte auch noch kommen, gell? Ich habe alles außer die letzte Redung. Das war HG haben noch. Der Plug macht das an. Okay, Mädels, dann wisst ihr ja ungefähr, wo es lang geht. Also wir halten 0 von Krieg. Hallo. Wir halten 100% von Liebe und Frieden. Und... ihr werdet von uns hören und sehen. Wir leben noch. Das war eine Drohung, oder? Das war eine Drohung. Versprechen. Okay. Ja, je nachdem, wie wir es auslegen. Darüber hatten wir ja schon eine Predigt. Ja, anscheinend haben sie es nicht gehabt.